Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Moment, ich muss kurz hier mal gucken. Zu einer weiteren Folge. Urlaub auf dem Bauernhof. So. Wir haben letztes Mal angefangen hier für den Herrn Gumpitsch die Wiese zu mähen. Da müssen wir heute natürlich auch weitermachen. Sonst wird er irgendwann noch sauer auf uns. Der ist ja hier nebenan schon fleißigst hier, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Heu, Gras, Heuwenden? Ich glaube Heuwenden. Wer die letzten Folgen nicht gesehen hat, schaut gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei. Dort gibt's die Folgen von Urlaub auf dem Bauernhof. Ich komme aus Hamburg, bin eigentlich Unternehmensberater und habe keine Ahnung von der Landwirtschaft. So. So viel dazu. Uppala. Der gute Gumbich hat mir natürlich angeboten, dass ich auf seinem Hof ein bisschen mitarbeiten kann. Weil ich bin ein bisschen stressgeplagt. Und darum ist es für mich ganz schön, mal auch nicht immer nur im Büro zu sitzen. Ich glaube, ausmachen muss ich das Teil nicht immer. Nicht immer nur im Büro zu sitzen, sondern auch mal aktiv draußen irgendwas zu machen. Auch bin ich hier jetzt dann. Na, falscher Knopf. In so einem Traktor drin sitzt. Aber das ist ganz angenehm. Ey! Warum ist denn das nicht? Herr Gumbich? Ja, ja, ja. Das funktioniert ja nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich hatte das Ding gerade unten, dieses komische. Ja, ja. Ja, jetzt. Ja, ja, aber ich bin hier gerade hochgefahren, da ging nichts. Probier's nochmal. Ja. So, die Taste, den Knopf haben sie gesagt. Ja. Und jetzt müsste es gehen, oder? Tut's sich. Tut sich was? Nee. Oh. Jetzt? Und jetzt? Immer noch nicht, oder? Moment. Eine Messerstumpf oder was? Halt mal ab. Ich glaube, die Hydraulikschläuche sind nicht richtig dran. Hä, aber ich bin doch gerade hier schon eine Runde gefahren. Jetzt? Jetzt geht's. Jo. Oh, diese Technik, ey. Danke. Jo, bitte. Halt! Halt, halt! Oh Gott. Was ist denn jetzt los, ey? Hat der einen Rückwärtsgang drin gelassen irgendwie? Da sind die Schläuche abgegangen, ey, mitten in der Fahrt, das geht ja mal gar nicht. Gibt der jetzt kein Gas? Also ich bin ja ganz schön zufrieden, dass ich mit so einem kleinen Traktor hier anfangen darf. Und nicht gleich mit so einem riesen Teil. Jetzt klemmt der Rückwärtsgang. Jetzt geht der Rückwärtsgang wieder. Das was? Jetzt geht es wieder nicht.
Das geht nicht. Was soll denn das? Ja, aber die Kabel, die Schläuche da, die sind auch ein bisschen verdreht. Was ist denn jetzt los? Ich habe keine Ahnung, es geht schon wieder nicht. Achtung, ich probiere nochmal. So. Runter. Anmachen. Achtung! Ja. Uiuiui. Und? Mal abschalten. Jetzt? Nee. Mal ab. Also ich. Jetzt geht's. Jetzt. Ja, aber das habe ich gerade auch schon gemacht. Wenn du aufhebst, dass du den noch eingeschalten lässt, also nur aufheben. Achso, ja, ja, das habe ich auch probiert. Also. Nee, ich meine jetzt, wenn du umdrehst, dass du den nur aufhebst und nicht ausschaltest. Okay. Probier vielleicht. Ich weiß nicht. Muss ich mal linken. Vielleicht ist der Kontakt, ich schon wieder. Wenn ganz zusammen stimmt, ja, mit den. So, jetzt? So. Tut's? Jetzt geht's wieder nicht. Eieiei. Hey, warum geht jetzt das bei ihm und bei mir nicht? Wow, jetzt probieren Sie mal. Und? Nee. Sie müssen da mal schauen, vielleicht müssen Sie die Schlüssel von mir benutzen. Wieso haben Sie denn jetzt plötzlich andere Schlüssel? Ich probier's mal. Ja. Nö. Aber merkwürdig. Jetzt? Aber ich konnte doch gerade schon zwei Runden fahren. Jetzt geht's wieder. Danke. Oder? Jetzt geht's wieder nicht. Eieiei. Benutz mal meine Schlüssel. Warte, ich steck dir mal gerade die anderen Schlüssel rein. Oh, das ist ja komisch. Mal die neuen Schlüssel rein tun. So, jetzt gleich. Und? Jo, jetzt geht's. Komisch, komisch, danke. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss. Ist aber sehr merkwürdig. Wenn es jetzt wieder nicht geht, dann raste ich aus. Das ist genau den Stress, den ich nicht mehr wollte. Deshalb bin ich doch weg aus der Stadt, weil mich das alles genervt hat. Immer diese Hektik und Panik und. Was nicht funktioniert, das kann ich gar nicht leiden. Muss alles funktionieren. Und zwar zack, zack, die Walfi.
So, jetzt habe ich das aber gleich geschafft hier. Ich habe schon immer ein bisschen Angst, dass das kleine Traktörchen hier so ein bisschen umkippt. Katastrophe. So, aber jetzt habe ich es gleich. Ich habe es gleich fertig. So. So, bin ich jetzt fertig? Ja, sieht gut aus. So, und jetzt? Jetzt ärgern wir den ein bisschen. Ich habe ihn geärgert. So. Hallo. Hallo, so, ich bin fertig. Hallo. Ja. Hallo. Wo soll denn das Ding hin? Eigentlich hätte ich noch ein Fell. Wie, noch eins? Oh. Ich müsste aber gerade mal telefonieren. Da komm ich. Ja, fahren Sie den besten hier mal hin zum Haus hier. Ja. Und ja, stellen Sie ihn da mal ab und dann kommen Sie einfach darüber zum Mähen, wenn Sie dann. Wo muss denn noch gemäht werden? Also hier das wäre noch zu mähen. Oh gut. Und das hier drüben wäre noch zu mähen. Und die das da drüben über dem Zaun wäre noch zu mähen und das da unten wäre noch zu mähen. Das ist viel! Ja, das ist ganz schön viel. Okay, ich geh mal ans Telefon und dann melde ich mich, wenn ich fertig bin. Hallo, melden Sie sich dann wieder, ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Alter, darauf habe ich ja gar keinen Bock, ey. Ich bin doch nicht hier sein Handlanger. So, ich schwinge mich jetzt mal ins Auto. Fahre ich erstmal hier weg. Ich mache mal ein bisschen hier Pause, ein bisschen Kaffee trinken. Und dann schauen wir mal weiter. Wo geht's denn hier lang?
Bin ich beim Sägewerk gelandet. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Karl Gutberg, hallo? Hallo, hier ist der Marvin Guthafen. Hallo, Herr Guthafen. Ich bräuchte Sie ganz dringend wieder auf der Arbeit. Ich habe Urlaub. Ja, wir brauchen Sie hier ganz dringend. Hier geht alles drunter und drüber. Ich bin erst in Urlaub gefahren. Das kann nicht sein, dass ohne mich nichts läuft. Ja, wir brauchen Sie hier ganz, ganz dringend. Sie müssen leider Ihren Urlaub verschieben. Nee. Nee. Ich hab einen gesetzlichen Anspruch auf meinen Erholungsurlaub und den werde ich auch nehmen. Ja, wir könnten da ja einen Deal finden, keine Ahnung, dass wir den irgendwie verschieben oder so. Und Sie da ein paar Tage länger bekommen. Ich bin 10 Stunden in die Alpen gefahren. Meinen Sie, jetzt fahre ich nochmal 10 Stunden nach Hause, verplemper einen kompletten Urlaubstag nur mit Autobahn fahren? Links oder rechts? Ja. Da müssten wir gucken, vielleicht kriegen Sie auch die Spritkosten zurückerstattet. Das bringt mir nichts, wenn ich dann von meinem Urlaub nichts hab. Aber wir brauchen Sie hier ganz dringend. Ist mir egal. Ich bin ja nicht der einzigste Angestellte hier. Herr Gutberg, wir brauchen Sie aber hier ganz dringend. Sie sind einer der besten Männer. Ja, das ist mir klar, aber dann sollten Sie auch mal das Gehalt erhöhen. Ja, da machen wir 6.000 im Monat brutto und Sie kriegen am Ende des Jahres noch 10.000. Ja, das ist schon mal ein Wort. Da könnte ich mal drüber nachdenken. Ja, Hauptsache, Sie kommen jetzt so schnell wie möglich wieder zurück, denn wir brauchen Sie echt hier. Ich überlege mir das. Ja, okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Urlaub. Ich melde mich nochmal. Ja, bis dann. Jo, tschüss. Tschö. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Das war's für heute. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne in der nächsten Folge rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.